Dach ist sauber. Ziel ist im Kontrollraum. Rücken vor zum Sichern. Hände weg, Lieutenant. Er gehört mir. Erwischt! Okay, okay. Ich gebe auf. Wo ist er hin? Fahrt den Schutzschild aus. Überwacht alle Zugriffspunkte. Wirklich? Er hat euch Jungs schon seit langem kommen hören. Diese Spitzohren sind nicht nur Show, wisst ihr? Sir, so, der Werfer ist sicher. Solange wir den Himmel beherrschen, wird er ihn nie finden. Gut. Liegen wir noch im Zeitplan? Ach, ich bin... Jetzt beginnt die letzte Phase. Okay. Deine Geduld wird belohnt werden. Bald. Kann ich den Typen da irgendwie mit reinpacken? Er kann unmöglich raus sein. Wir hatten die Tür im Blick. Irgendwo gibt's einen Weg. Fang mal da an. Kann ich was machen? Wer bist du? Ich hämmer mal auf X. Noch nicht, dunkler Ritter. Ist klar. Was passiert hier gerade? Ja, sicher. Versuch jetzt mal meinen Arm zu brechen. Ich mach den Kopf klasse. Nee. Der Arkham Knight. Hast du einen Namen? Leider nicht, Sir. Von den Patienten aus Arkham, die nicht wieder eingefangen und nach Arkham City geschickt wurden, ist niemand in der Lage, solch einen Angriff zu organisieren und anzuführen. Er ist kein Geist, Alfred. Er wurde ausgebildet und er hegt einen Groll. Erweitere die Suche auf alle Personen, die meinetwegen nach Arkham geschickt wurden. Sir? Du hast mich gehört. Das dürften sehr viele Personen sein, Sir. Ich weiß, Alfred. Ich zähle darauf, dass du die Wahl eingrenzt. So. So, pass auf, jetzt geht ab. So. Ich hämmer einfach mal auf X. So. Glaubst du etwa, du kannst mich austricksen? Glaubst du etwa, ich bin wie all die anderen? Anscheinend schon, ne? Alfred, die Raketenwerfer des Arkham Knight sind zerstört. Ich rufe den Batwing und starte die Suche nach dem Cloudburst. Lade die Ergebnisse in den Uhrenturm hoch, wenn es soweit ist. Okay, jetzt da wir mit Krieg Schnauze. Ich mache mich auf den Weg zum Uhrenturm, Alfred. Wenn die Analyse abgeschlossen ist, lade die Daten vom Batwing hoch. Wie Sie wünschen. Tatortuntersuchungen oder begibst dich auf Riddlers neurotastische Schnitzeljagd und ich fahre ein paar Leute mit dem Batmobil platt. Ich verspreche dir, dass ich dir wieder die Kontrolle über deinen Körper überlasse, sobald ich fertig bin. Ah ja. So, dann gehen wir hier mal auf rein. Ich probiere mal kurz was. Hat geklappt. So. Nein, Robin ist nicht Batman. Sagt zumindest der Knight und seine Infos stimmen meistens. Na, wenn das so ist.
wollte eigentlich gerade die Kameraposition verändern. Nein, drehen. So, jetzt weiter. Wo bin ich hin? Ja. Diese Panzer können uns überrollen. Hab sowas schon mal gesehen. Hier war das, ne? Ja. Identität bestätigt. Hallo. So jetzt. Alfred, ruf die Aufnahmen vom Scanner des Batwings ab. Natürlich, Sir. Wie Sie sehen, hat der Batwing seine Runde über Founders Island beendet. Aber es gab keine Spur vom Cloudburst. Ich würde Sie natürlich informieren, wenn sich die Situation ändert. Aber, oh, einen Moment, Sir. Ich empfange gerade einen Notruf aus dem Filmstudio. Batman, ich hoffe, du kannst das hören. Das Filmstudio wird angegriffen. Robin hat Ärger. Hören Sie mir genau zu. Sie müssen diesen Raum versiegeln. Die Infizierten dürfen nicht raus. Natürlich. Was soll ich... Henry! Genug jetzt von dir! Sieh an, wer kommt denn da zu spät, um die Welt zu retten? Wie läuft's, Batbrain? Schon ein Weilchen her? Harley Quinn. Du erinnerst dich also? Wie schräg. Denn du hast das Einzige getötet, was ich je geliebt habe. Und jetzt erfahre ich, dass du eine ganze Generation neuer Joker für dich behalten hast. Ich weiß. Peinlich. Tu es nicht. Sie sind instabil. Oh, sie sind instabil? Vielleicht solltest du mal einen Blick in den Spiegel werfen. Laut Film hat sie sich übrigens schon längst vom Joker getrennt. Ich muss zu den Filmstudios. Beeilen Sie sich bitte. Miss Quinn ist mental instabil. Robin könnte in großer Gefahr sein. Aha. Warte. Tolles Foto. Ach stimmt, die hat ja einen Doktortitel. Ich habe das völlig vergessen. So war das. Überraschend stark und ausdauernd. Was? Überragende turnerische Fähigkeiten. Vollkommene Verachtung für menschliches Leben. Ah ja. Ist klar. Direkt neben Gordon. Ja, logisch. Und neben ihm. Das ist ja gut. So. Ich hab doch gesagt, wir hätten diese zweitklassigen Kopien massakrieren sollen. Da. Wehe, wenn sie Robin töten, Bats. Das war mein Plan. Da. Jaja. Dann starten wir mal durch. Nicht zu glauben, dass die Fledermaus mit Ivy arbeitet. Die hat mich im Asylum einer Gehirnwäsche unterzogen und ich laufe immer noch ungern überreißen. Ich hörte gerade Opernmusik, ja, falls es auch noch wer gehört hat. Jetzt kommt er wieder. Ich bin enttäuscht, Feuchtrein. Du hättest Entgottung haben können, indem die Menschen in Furcht leben. Hast aber stattdessen diese absurde Allianz gesehen. Glaubst du, sie hat Interesse? Wer? Harley? Ha, willst du mich verarschen? Was? Muss ich dir das wirklich erklären? Ich dachte nur, da der Joker weg ist. So, pass auf, jetzt geht ab. Du weißt schon. Sie hat sich ein paar neue. Ich? Wieso holst du ihn nicht? Er kam aus dem Ego! Schlag zu! Ja, beim Essen schlage ich immer zu, oder so ist nicht. Ich hab zuerst gedrückt. Sackgesicht, hau ab. Ich brech dir den Kiefer, Fledermaus. Das war zu spät.
alter Mann. So. Das ist auch nicht gerade die beste Variante zu... Naja, egal. Öffnen. Stimmmusterfehler. Zugang verweigert. Mhm. Harley hat die Stimmerkennung geändert. Nee. Sie kann den Modulator, den ich vom Fahrer des Arkham Knight habe, anpassen, um ihre Stimme nachzuahmen. Hören, hier haben wir ein bisschen Helium. So. Stimmsynthesizer. Imitiert Sprachbefehle der Gegner. Umgeht Sicherheitssysteme. Sieh an, wer zu spät kommt, um die Welt zu retten. Wie läuft's, Bad Brain? Schon ein Weilchen her. Was muss ich machen? Muss halt... Ja. Passt schon. Ah. Ich... Mhm. Nö. So. Nö. Fresse, ey. Ja, wir kommen. Mhm. Nö. Alter, ich krieg nur 72 hin, was ist los? Entschuldigung. Das muss ich jetzt mal ganz kurz tun. Das ist jetzt voll die einfache Lösung. Komm schon.
69, Alter. Ich google gleich. Dankeschön, alter Schwede. Stimmkalibrierung abgeschlossen. Der Stimmsynthesizer kann Harleys Stimme. Das kann mir jetzt keiner nehmen, auch wenn das jetzt länger dauert. Ey, dachte ich, muss ich jetzt erstmal was trinken. Es tut mir leid. Meine Güte, ey. So saunervig kann das doch keiner machen. Was ist hier los? So. Mach auf! Mach auf! Es muss irgendwas passiert sein. Vielleicht ist der Funk hinüber. Wenn ich rausfinde, dass sie faul rumhängt, lasse ich Big Al ihnen ihre schwächlichen Gliedmaßen abreißen. Das ist übel. Was zum Teufel? Jemand hat sie alle ausgeschaltet. Oh, das war der dreckige Fledermausloser. Holt den Hubschrauber sofort runter. Ich will noch mehr Männer auf dem Dach und Wachgeschütze am Eingang. Und denkt nicht einmal daran, nach unten zu kommen, solange er nicht tot ist. Habt ihr verstanden? Mhm. Ich muss das Dach sichern. Ich kann Harleys Leute mit dem Stimmen-Synthesizer manipulieren. Arme Harley. Verschwendet ihre Zeit mit diesen lieblosen Nachbarn. Ich muss ein Ziel auswählen, um einen Befehl zu erteilen. Ja, das wäre hilfreich. Sieh mal da drüben nach. Finden konnte Betsy. Sie hat ja nicht mal ihr Spiegelbild im Spiegel gefunden, als ich noch lebte. Sieht aus, als hätte sie etwas zurückgehalten. Die schöpfen Verdacht, wenn es zu oft passiert. Er ist irgendwo da draußen. Aber her und macht sich ins Hemd. Wir werden uns an ihm für Joker rächen. Hörst du das, Fledermaus? Das ist für den Boss. Warte. Wie soll ich den denn eigentlich hier... Hä? Was ist das denn für eine... Oh, Alter, weißt du was? Fickt euch alle. Und wenn die hier treffen, ja, dann will ich mal die Militärausbildung sehen, welche das war. So. So. Wenn wir mit dir fertig sind, werden sie dich mit einer Schaufel vom Dach kratzen müssen. Aha. Du, sieh dir das Fenster da drüben an. Ihr habt den Boss gehört. Nein. Sehen was? Mit der Wand scheint alles okay zu sein. Als ob hier gar nichts ist. Oh, hast du Angst, B-Man? Das solltest du auch. Ich habe hier drei neue Joker, die dich alle tot sehen wollen. Lass mich verarschen, hier kann ich gar nichts machen. Das ist doch... Ich glaub's nicht. Rede mit dir. Alles okay? Absolut nicht okay. Wem sagst du das? Ich wollte auch nur eine ruhige Nacht. Dafür sind wir in der falschen Stadt, Jungs. Reiß dich zusammen! Wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren. Ah, was? Ich mach's mal amateurmäßig. Wir legen uns mit der Fledermaus. Ich hab...
Ja, da hatte ich aber Glück gehabt, du. Huiuiui.